06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Jan Löhmannsröben, erstes Testspiel, erster Sieg. Man stellt sich so vor, oder? Ja, so kann es weitergehen, ja. War ein sehr schönes Erlebnis und ich denke auch, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Was habt ihr in der ersten Halbzeit gut gemacht? Ich meine, mit 3-0 in die Pause ist ja auch schon mal ein gutes Ergebnis. Ja, wir haben auf jeden Fall zu Null gespielt, hatten sehr viel Ballbesitz, viele Torchancen kreiert, Tore gemacht. Klar hätten es vielleicht noch ein, zwei mehr sein können, aber wir waren sehr aggressiv, alle haben gesprochen und ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Sascha Hildmann, 4-2 Sieg im Testspiel gegen die U23 von Schalke. Wie war dein Eindruck vom Spiel? Ich glaube, dass man gerade die erste Halbzeit gesehen hat, wie wir im Trainingslager trainiert haben, wie wir gearbeitet haben. Wir haben versucht, das umzusetzen. Das ist uns, glaube ich, richtig gut gelungen. Dreierkette gespielt, viele, viele gute Aktionen noch nach vorne gehabt, Pfostenschuss. Die Mannschaft war sehr engagiert und hat das gut umgesetzt, die zweite Hälfte. Und die junge Garde rangelassen, nochmal komplett gewechselt, dass dann so ein kleiner Bruch drin ist, ist auch klar. Trotzdem war ich im Engagement soweit zufrieden. War das in Halbzeit dann auch schon die Handschrift, die du vermitteln willst und die du sehen willst? Ja, natürlich. Ich glaube, wenn man das Spiel jetzt so gesehen hat, da wünscht man sich das, dass das auch in der Runde so funktioniert. Maurice Littger, erstes Testspiel im neuen Jahr. Du hast gleich doppelt getroffen, insgesamt ein Sieg. Erfolgreicher Start? Ja, ich denke schon. Vorbereitung oder auch jetzt Anfang der Vorbereitung und das Trainingslager, glaube ich, haben wirklich sehr gut gearbeitet, auch laut Aussagen des Trainers. Ich glaube, dass es jetzt auch ein guter Abschluss ist, dass wir gewonnen haben. Ich glaube, es ist auch wichtig, gerade nach so einer Hinrunde, dass man auch wieder einzelne Erfolgserlebnisse hat, wo man sich ein bisschen dann hochziehen kann. Und ich glaube, dass wir zufrieden sein können mit der ersten Halbzeit, mit der zweiten Halbzeit, die habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich denke, alles in allem kann der Trainer zufrieden sein mit unserer Arbeit. Wie viel habt ihr denn auch schon von dem umgesetzt, was man eben so in der letzten Woche vor allem einstudiert hat? Ja, relativ viel. Also die Trainingswoche, die erste Trainingswoche vor allem, war sehr anstrengend. Viele läuferische Sachen, die wir nachholen mussten, um einfach 100% fit in die Saison zu gehen. Hat man heute auch gesehen, dass wir viele tiefe Läufe gemacht haben. Viele Läufe hinter die Kette, Bälle super reingespielt, ganz einfach gespielt, wie es in der dritten Liga sein muss. Deswegen denke ich, dass wir es wirklich gut umgesetzt haben. Wie ist aus deiner Sicht die Stimmung insgesamt der Mannschaft? Ich glaube sehr gut. Also wie eben schon gesagt, wir haben wirklich sehr gut gearbeitet. Nochmal 3 Tage im Trainingslager gewesen, ist glaube ich auch wichtig gewesen, nochmal einfach zusammen zu sein mit der ganzen Mannschaft. Der Trainer macht, glaube ich, auf die Mannschaft einen super Eindruck, kann uns alle sehr gut mitnehmen und ich glaube, dass wir im ersten Spiel in Jena auf jeden Fall super vorbereitet werden.